Es ist Sonntag und hier ist das Chaos ausgebrochen. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe gerade angefangen, Kartons hier einzupacken und ich werde euch heute nicht wirklich viel mitnehmen. Ich habe schon zwei Videos gedreht. Vier stehen noch auf meiner Liste, heute fertig zu bekommen. Ja, ich arbeite viel vor, damit das Studio abgebaut werden kann, schon bevor wir den eigentlichen großen Umzug machen. Das soll nämlich das erste sein, was hier verschwindet. Das erste sein, was in der neuen Wohnung steht, damit halt, wenn da dann das Chaos ausbricht und der große Umzug quasi stattgefunden hat, dass ich wenigstens trotzdem zwischenzeitlich immer sagen kann, so, ich gehe jetzt an meinen Schreibtisch, so, ich gehe jetzt ins Studio und gehe arbeiten. Das muss einfach sein, es muss weiterlaufen. Und ja, ich packe gerade alles ein, was ich nicht mehr brauchen werde, jetzt in den nächsten 4 Wochen, weil der Plan schon steht, was ich tun muss und möchte in den nächsten Wochen noch. Aufnehmen jedenfalls. Ich bin so aufgeregt, ne? Es ist einfach Juli, Umzugsmonat. Ich freue mich. Ah, es ist immer noch so crazy. Ich habe es gerade schon meiner Freundin erzählt. Ich hatte ihr nämlich geschrieben, um sie zu fragen, wie krass so der Stand der Dinge bei ihr ist, weil da auch viel im Umbruch war. Und dann hatte ich ihr halt gesagt, dass ich das immer einfach noch gar nicht so richtig glauben kann, dass es halt jetzt alles so passiert. Irgendwie, es fühlt sich so surreal an. Und ich habe halt diese Woche angefangen, das so ein bisschen, ja, zu begreifen, dass es vorbei ist. So, dass wir nicht mehr suchen müssen und dass wir jetzt so eine unfassbar schöne Wohnung gefunden haben. Das hätten wir uns niemals ausmalen können. Und weil das so, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, das bricht halt so über mir zusammen, diese Realisation davon, dass ich halt auch ständig so anfangen muss zu weinen, einfach so aus dem Nichts raus, weil es ist, glaube ich, alles. Es ist einfach so das Glück, es ist so die Erleichterung und ich habe jetzt halt eine Menge Stress, die in den nächsten, also steht in den nächsten 4 Wochen einfach an für mich, aber es ist ja so viel Positives, also positiver Stress ja auch und ich freue mich einfach auf so vieles und das ist einfach so, ich muss halt ständig weinen, weil ich es einfach nicht glauben kann, dass uns das wirklich passiert, dass wir dafür jetzt ausgesucht wurden und dass es endlich vorbei ist und dass alles schön wird und dass alles jetzt gut wird. Und ich bin einfach, wisst ihr, so dieses warme Gefühl, was dann was man hier so spüren kann, so diese vollkommene Dankbarkeit und dieses Glück und alles einfach. Ich habe gar keine Worte. Und deswegen zeige ich euch jetzt ein bisschen hier was und mache dann auch direkt weiter. Hier haben wir noch den Karton, wo so, ja, habe ich unsere Winterjacken schon mal reingetan und so Sachen, die wir jetzt gerade nicht tragen. Die zwei Tücher müssen noch wieder hier mit zu meinen anderen Tüchern und so, weil ich die extra einpacken werde. Hier sind sowieso schon Kartons, wo so Bücher und sowas drinstehen aus meinem Studio hier. Und dann habe ich angefangen, eben alles hier nach Kategorien zu sortieren. Ich drehe das ja auch gerade alles ab. Hier ist jetzt der erste Karton, der auch gleich wieder geschlossen wird. Hier muss noch ein bisschen was gepolstert werden. Und ja, das ist so der Stand der Dinge, damit ich das hier dann auch irgendwie jetzt nach und nach einräumen kann. Das muss natürlich auch alles gut eingepackt werden, damit es ja natürlich nicht zerbricht. Das wäre ein Albtraum, wenn das passiert. Und hier gerade bin ich dabei, noch meine Sammlungsvideos abzudrehen, weil ja, so viele sich das einfach gewünscht haben. Und ich finde das selbst total schön. Ich liebe diese Art von Videos und diesen weißen Schminktisch hier. Ich werde wahrscheinlich diesen Aufsatz hier wegtun und werde dann obendrauf, ihr seht, der ist echt alt, ne? Der hat hier mal so eine Macke bekommen vom letzten Umzug noch. Ich möchte hier so eine Folie draufkleben, also quasi komplett neue Beschichtung drüber. Und dann sieht man das ja auch nicht mehr. Und ja, das hier werde ich dann wahrscheinlich wegtun. Falls jemand von euch den Mickey Kinderschreibtisch hat oder das vielleicht selbst auch als Schminktisch nutzt und diesen Aufsatz gerne hätte und aus Friesland kommt und das gerne haben wollen würde, dann im August, ich werde das wahrscheinlich bei meinem Flohmarkt einfach mit anbieten. Ist natürlich auch ein tolles Aufsatzregal, wenn man das so haben möchte, aber ich werde es dann halt nicht mehr brauchen. Der Tisch kommt nämlich so als Frisiertisch in unser Gästezimmer dann.
Ich habe immer zwischendrin gefilmt, dass ich mittlerweile den Faden verloren habe, was ich schon aufgenommen habe und was nicht, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, zuletzt habt ihr ein paar Kartons gesehen, die ich gepackt habe. Ja. Heute ist Freitag und es ist ein ganz besonderer Tag. Ich bin hier auch schon schick gemacht mit Make-up, Outfit, Haare. Alles ready. Denn heute hat meine Freundin Jenny einen großen Tag. Sie hat bereits im Januar ihre Masterarbeit abgegeben. Im März, glaube ich, ihr Zeugnis bekommen und jetzt endlich ihre große Feier für ihren Masterabschluss. Und es ist halt so was ganz Besonderes, weil wir das ganze Studium einfach zusammen gerockt haben und diese 8 Jahre einfach ja immer füreinander da waren, durch diese ganzen schlimmen Situationen durchgegangen sind. Also ja, da waren einfach auch zum Teil Dinge, die nicht hätten sein müssen, die aber da waren und ach, meine Stimme verschwindet schon komplett, wo wir einfach beide froh waren, uns einander zu haben, denke ich einfach. Und ja, die letzten Jahre waren für alle nicht leicht und ich wünschte natürlich, dass wir irgendwie diesen letzten Schritt gemeinsam hätten gehen können. Aber es ist nicht schlimm, dass es jetzt nicht so geklappt hat und das Leben dazwischen gekommen ist. Dafür werden wir das Ganze dann einfach nächstes Jahr umgekehrt machen und dann wird sie bei meinem Abschluss dabei sein. Und ja, ich fahre auf jeden Fall gleich hin, Fotos machen, essen, danach ein bisschen quatschen noch und ich freue mich einfach. Gestern waren wir noch im Baumarkt und haben so ein bisschen geschaut, weil ich kann ja schon mal die Information droppen hier. Ihr habt zwar die Roomtour noch nicht gesehen. Ich freue mich schon auf den Termin von der Übergabe vom Schlüssel und so. Bin schon ganz aufgeregt. Dagi, nein. Und wir haben eine Dachterrasse in unserem neuen Zuhause. Kater. Und ich möchte halt gerne ein kleines Mini-Gewächshaus haben. Und dann habe ich so nach Blumenkästen geschaut und so generell mich ein bisschen in der Gartenabteilung umgesehen. Und haben natürlich nochmal nach Grillgasflaschen geguckt. genau. Und ich überlege gerade, ob ich das vielleicht doch schon erzählt hätte, dass wir eine Dachterrasse haben werden. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ihr habt ja auch schon gesehen, dass wir nach einem Grill geschaut haben. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das genauer definiert hatte. Morgen werden wir wahrscheinlich Farbe kaufen. Ich habe ansonsten die letzten Tage eigentlich nur gearbeitet. Also es gab nicht wirklich was zu zeigen. Und ja. Ich mache mich dann mal auf den Weg. Hallo! Zurück zu einem weiteren sehr heißen Tag in diesem Vlog ohne relativ viel roten Faden, würde ich sagen. Es ist wirklich ziemlich verrückt, aber ich dachte, irgendwie muss ich diesen Vlog ja auch zu Ende bringen. Als erstes einmal, ich habe meine Haare gefärbt. Und zwar bin ich das Rot losgeworden in einem Durchlauf, in 3 Durchläufen. Farb rausziehen, Illumenfarb rausziehen und habe mich jetzt entschieden, so ein bisschen heller zu gehen von der Farbe, mehr so auf der Höhe der Farbtiefe meiner Naturhaarfarbe und wieder mehr so ein bisschen ja ins Kupfermäßige zu gehen und diesmal wirklich komplett ohne eigenen Rotanteil. Und ich finde die Farbe sehr hübsch, ich finde es passt gut zu mir. Und ich denke, dabei werde ich jetzt erstmal bleiben. Vor allem jetzt schon nach dem ersten Haare waschen. Ich war so begeistert, weil einfach keine Farbe, es war keine Farbe an meinem Handtuch. Es war keine Farbe an meinem Kissen. Es war nirgendwo irgendwelche Farbe. Die Dusche sah nicht aus wie ein Schlachthaus. Obwohl es halt komplett frische Farbe ist, die drin ist. Und sie ist auf jeden Fall dann nochmal, wenn ihr es in der Sonne seht, ist es wirklich nochmal knalliger. Es ist so richtig Kupfer, 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 Orange. Und ja, bin sehr, sehr happy jetzt, weil dieses Rot hat mich in den Wahnsinn getrieben. Und weil ich weiß, ich werde nach der Farbe gefragt. Hier seht ihr mein Lager im Badezimmer. Und das hier sind die Farben, die ich benutzt habe, wobei man das hier quasi eigentlich nicht erwähnen kann. Also ich habe das, das und das gemischt in einem Verhältnis, wie es zu meinem Haaren passt, zu meinem Ansatz passt, zu meiner Naturhaarfarbe passt, zu dem, was gegeben ist und so weiter und so fort. Und das war noch so ein Pup, aber ja, keine Ahnung, ich wiege das ja auch immer ab, damit ich immer im selben Verhältnis färben kann dann auch und macht es auf jeden Fall nur, wenn ihr Ahnung habt,
lasst euch beraten, geht zu eurem Friseur des Vertrauens, es ist Friseurbedarf, schaut, dass ihr vielleicht einen Friseur findet, der mit Goldwell arbeitet und ja, lasst euch mit Ulum eure Haare verzaubern. Für uns geht's heute nochmal nach Oldenburg zu IKEA und endlich Wandfarbe kaufen. Darauf freue ich mich auch richtig, richtig doll. Endlich. Ich muss mich nur noch mal ein bisschen entscheiden. Ich glaube, für mein Arbeitszimmer möchte ich jetzt doch keine Farbe haben. Dafür aber fürs Gästezimmer wenigstens so einen kleinen Farbakzent. Da kommen auf jeden Fall auch Bilder rein und so weiter. Aber ich möchte gerne neben Textilien und Bildern auf jeden Fall noch irgendwas an der Wand haben. Ich muss mal überlegen. Aber ich muss jetzt auch erstmal Essen kochen. Und weil ich noch kurz einen kleinen Snack brauche, jetzt vom Mittagessen, bis mein Mann nach Hause kommt, werde ich mir das jetzt hier noch essen. Habe ich mir beim Einkaufen gestern mitgenommen und finde ich richtig lecker. Und ich dachte halt ehrlich gesagt, dass es recht kühl wird. Und jetzt sitze ich hier bei 30 Grad, schaue gerade in den Wetterbericht und denke mir so, okay, gut, vielleicht auch, wenn es 30 Grad draußen sind, kommt es mir so warm vor. Ja. Und wem ist auch heiß? Danke. Danke. Ihm ist so heiß, er legt sich immer so hin. Kennt ihr diese Matten für Katzen extra? Das funktioniert bei den beiden nicht. Aber ich mache die immer nass, beide. Und das genießen die sehr. Und wenn es so funktioniert, ist es ja auch gut. Ja, fein. Fein. Hier könnt ihr vielleicht nochmal die Farbe ein bisschen besser sehen. Ja. Ich finde es richtig schön. So richtig. Irgendwie würde ich sagen, ich fühle mich so richtig sommerlich jetzt mit der Haarfarbe. Aber stimmt nicht. Ich finde, es ist eine Alljahresfarbe perfekt. Also sowohl für Herbst, für Winter, für Sommer, für Frühling. Und ja, ich mag tatsächlich jetzt auch das hellere gerade an mir auf jeden Fall sehr gerne. Hier ist mittlerweile übrigens mein Studio gestapelt sozusagen, also alle Umzugskartons aus meinem Studio. Es ist auch eigentlich alles angepackt. Ein Karton fehlt noch. Genau, Polster auch von der Rekamiere. Da liegt noch Zeitung zum Einpacken. Also ich bin eigentlich fertig damit. Das ist ziemlich gut. Ich koche jetzt und es gibt Spaghetti mit einer Butter-Knoblauch-Chili-Soße. Und ja, das bereite ich jetzt hier gerade vor und freue mich richtig drauf. Ich habe schon mega Hunger. So, Essen ist fertig und ich habe mega Hunger. Mein Magen knurrt schon total. Das werde ich jetzt mal essen. Ich habe noch ein bisschen Parmesan oben drüber und dann geht's gleich zu IKEA. Es ist Mittwoch und heute ist ein sehr aufregender Tag, denn heute Morgen war es schon sehr, sehr stressig. Es ging um Taylor Swift Tour-Tickets und ich habe sie bekommen. Es war sehr, sehr viel emotionaler Stress, muss ich sagen. Sehr, sehr viel emotionaler Stress. Aber ich habe Tickets bekommen für Taylor Swift nächstes Jahr in Gelsenkirchen für, ich glaube, das ist dann das erste Konzert, was sie dann gibt in Deutschland. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es klappt, weil, also als ich durchgekommen bin durch die Warteschleife und alleine daran teilnehmen zu können, war ja schon der Horror, war alles ausverkauft. Aber dann haben wir entdeckt, dass es noch was gibt. Und dann haben wir zugeschlagen. Ja, keine Ahnung. Seit 13 Jahren oder so
ja, seit 13 Jahren höre ich ihre Musik. Ich glaube sogar noch ein bisschen länger, aber da habe ich so das erste Mal drüber nachgedacht, dass ich irgendwann mal auf ein Konzert gehen will. Jetzt müssten so, das ist länger als 13 Jahre. Und jetzt ist es endlich soweit. Und nächstes Jahr, nach 14 Jahren, sehe ich sie endlich live. Und ich freue mich so sehr. Ich liebe die Texte. Ich liebe die Musik allgemein. Ich mag sie als Person super gerne. Und ja, hier im Hintergrund seht ihr übrigens, um den Vlog mal zu beenden, alle schönen zusammengefalteten Kleidungsstücke, die ich schon mal für meinen Flohmarkt beiseite gelegt habe. Und das ist noch nicht alles. Also wenn der dann stattfindet, sage ich euch auf jeden Fall auch nochmal Bescheid. Und ich würde sagen, ich beende einfach den Vlog an dieser Stelle und droppe nochmal eine kurze Information. Und zwar genau heute in 2 Wochen haben wir unsere Übergabe von unserer neuen Wohnung. Und wir werden dann auch eine Roomtour abfilmen. Wir müssen auch sowieso hin alles ausmessen. Ich bin direkt einen Tag danach auch schon wieder weg. Ich bin auf einem Event dann noch. Und genau, das heißt, ihr werdet in 2 Wochen die Roomtour unserer neuen Wohnung sehen. Und ich bin sehr aufgeregt und meine Stimme verabschiedet sich. Und damit verabschiede ich mich aus diesem Vlog. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!